Advanced Automation and Autonomy. Diese drei Begriffe werden die Landwirtschaft revolutionieren. Denn mit 3A haben die Unternehmen Claas, Exceed und Amazone ihre Kräfte gebündelt und den weltweit ersten herstellerübergreifenden Autonomieverbund gegründet. Die Zusammenarbeit zwischen Herstellern von Zugmaschinen und Anbaugeräten spielt im Rahmen der Automatisierung von landwirtschaftlichen Prozessen eine entscheidende Rolle. Nur so können landwirtschaftliche Betriebe die zukünftigen Herausforderungen auch meistern. Denn es wird zukünftig für die Betriebe schwieriger, neue Mitarbeiter zu finden. Dabei werden noch viele Prozesse im Feldeinsatz manuell unterstützt. Der Kontrollaufwand ist enorm hoch. Ganzheitliche Lösungen zur Entlastung der Fahrer gibt es bisher kaum. Das wird sich ändern. 3A hat mit der Exceed Box eine Technologie entwickelt, die neben der Steuerung autonomer Feldroboter nun auch zur Steuerung von hochautomatisierten bis hin zu autonomen Traktoren verwendet werden kann. Mit der neu entwickelten Planungs- und Ausführungssoftware behalten die Betriebe den vollen Überblick und können jederzeit und von überall Anpassungen vornehmen. Von der Planung über die Durchführung bis hin zur Analyse werden Betriebsleiter und Fahrer so entsprechend entlastet und die Effizienz im Betrieb dadurch gesteigert. Dank innovativer Sensorik wie das Autotill von Amazone in der Bodenbearbeitung inklusive der Datenerfassung in Echtzeit an die Cloud kann der Landwirt alle seine Feldeinsätze in die Betriebsführung einbinden. Die ersten Produkte sind Amazone Autotill, Claas Autonomy Connect und der Eggbot von Exceed. Diese praxisnah erprobten Lösungen bilden zunächst den Startpunkt für weitere herstellerübergreifende Anwendungen in allen Prozessen der Außenwirtschaft. Die herstellerübergreifende Zusammenarbeit für hochautomatisierte Feldbearbeitung im Verbund 3A und die daraus resultierenden innovativen Technologien ermöglichen den Landwirten, sich zukünftig auf komplexere Aufgaben konzentrieren zu können, Kosten einzusparen und sorgen damit insgesamt für eine Verbesserung der Lebensqualität.